Das hier ist wirklich ein spektakulärer Fund. Ihr habt sicherlich alle schon einmal von den sogenannten Hessdalen-Lichtern gehört. Seltsame Leuchterscheinungen, die seit rund 200 Jahren in einem norwegischen Tal auftauchen. Was aber kaum einer weiß ist, dass es nicht nur Lichter sind, sondern auch große feste Objekte, meist in der Form einer Zigarre. Eines davon soll gar vor fast 80 Jahren in einen See abgestürzt sein. Eine Legende, wie man dachte. Nun haben sich aber Forscher auf die Suche nach diesem UFO gemacht und sind tatsächlich fündig geworden. Die Sonarbilder zeigen ein großes zylindrisches Objekt am Grunde des Sees. Wir schauen uns heute sehr genau an, was derzeit darüber bekannt ist und warum hinter den Hessdalen-Lichtern sehr viel mehr steckt, als man eigentlich denken würde. Bis hin zu einer Erscheinung, die die Einwohner dort einfach nur das Objekt nennen. Legen wir also los, wie immer direkt nach dem Intro. Seit nun mehr als 200 Jahren sprechen die Menschen rund um Hessdalen von seltsamen Lichtern am Himmel. Mal kugelförmig, mal zylindrisch. Sie tauchen immer wieder über diesem kleinen 15 Kilometer langen Tal in Norwegen auf. Was sie aber sind, das ist auch bis heute nicht bekannt. Dabei gab es in den letzten Jahrzehnten immer wieder Forschungsexpeditionen, wissenschaftliche Beobachtungen, die die Hessdalenlichter nur noch mysteriöser machten. Es ist vor allem der Dezember 1981, der eine Reihe von Untersuchungen lostrat. Immer mehr Zeugen können seltsame Lichter am Himmel über Hessdalen sehen, in einer schier unvorstellbaren Häufigkeit. Es ist die Rede von mehr als 20 Erscheinungen pro Woche. Hunderte Einwohner und Touristen bezeugen sie genauso wie die etlichen Videos. Leuchtende Kugeln, die nachts über die Baumwipfel rasen, kurz aufblinkende Lichter am Boden, lange in der Luft stehende oder sich langsam und ungerichtet bewegende Sphären, in deren Inneren sich eine Struktur zu formen scheint. Kleine zuckende Lichtblitze, aber auch PKW-große Leuchtbälle, die bis zu 2 Stunden lang am Nachthimmel stehen. Die Vielfalt der Hessdalenlichter scheint endlos zu sein. Doch eines dieser Objekte erscheint dabei noch sehr viel extremer zu sein als all die anderen. Etwas, das die Einwohner dort als das Objekt bezeichnen. Doch dazu später mehr. Oh, fy fader! Jeg filmer det! Die Hessdalenlichter sind innerhalb der UFO-Gemeinschaft völlig unterschätzt, wie ich finde. Dabei sind sie mehr als alle anderen mit wissenschaftlichen Methoden erforscht worden. Es sind eben nicht nur diffuse Lichter, sondern, und das ist den meisten gar nicht bekannt, es sind auch feste Objekte unter ihnen. Zigarrenförmige, unbekannte Objekte, die man in der Nacht nicht als solche erkennen kann. Lange war es da recht still um die Hessdalenlichter, aber nun kam eine wahrlich spektakuläre neue Meldung heraus. Man habe ein riesiges längliches UFO gefunden, am Grunde eines Sees, vor Ort. Wir schauen uns diesen Fund heute sehr genau an und blicken natürlich auf das, was diese Lichter so einzigartig macht. Klar, es gibt immer wieder Gerüchte um eine außerirdische Basis im Tal. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sind aber fernab der Spekulation beeindruckend genug. Aber seht einmal selbst. Diese Welle von Sichtungen über Hessdalen dauerte bis ins Jahr 1984 an. 3 Jahre lang tauchten unbekannte Objekte am Nachthimmel auf. Die vielen ungeklärten Sichtungen hatten eine wissenschaftliche Untersuchung namens Project Hessdalen zufolge, eine einjährige Forschungseinrichtung, direkt vor Ort. Von 1984 an bis ins Jahr 1985. Die Wissenschaftler vor Ort konnten das bestätigen, wovon die vielen Zeugen berichtet haben. Schon im ersten Jahr konnten sie 188 dieser merkwürdigen Lichter im Tal beobachten, hielten diese auf Video fest. Die Forscher feuerten gar mit Hochleistungslasern auf sie, versuchten ihr Lichtspektrum zu bestimmen.
Sie analysierten ihre Bewegungen und ihre Geschwindigkeiten, führten eine Reihe anderer Tests durch. Es gab den Versuch, seismische Aktivitäten mit den Erscheinungen in Zusammenhang zu bringen und die Untersuchung einer möglichen Radioaktivität des umgebenden Gesteins. Aber Fehlanzeige, sie scheinen keine natürliche Ursache zu haben. Die Hestalenlichter sind mit nichts vergleichbar, was der Wissenschaft bekannt ist. Sie entziehen sich jeglicher Erklärung. Die Ergebnisse des Project Hestalen zeigen, wie seltsam das Phänomen in Wirklichkeit ist. Es ist ihnen gelungen, die Erscheinungen in drei verschiedenen Gruppen aufzuteilen. Gruppe 1. Weiße und blaue Blitze, klein und stark, die irgendwo am Nachthimmel erscheinen. Gruppe 2. Weiße oder gelbe Lichter mit unterschiedlichen Formen, zum Beispiel kreisförmig, oval und zylindrisch. Diese Lichter waren oft im Tal, auf Hausdächern oder sogar in Bodennähe zu sehen. Sie konnten fast eine Stunde lang am selben Ort verbleiben. Sie bewegen sich langsam im Tal und beschleunigen dann plötzlich. Gruppe 3. Mehrere Lichter an einem Ort, mit festen Abständen zueinander. Es scheinen die Lichter eines großen zylindrischen schwarzen Objekts zu sein. Meistens befanden sich zwei gelbe Lichter, ein weißes und ein rotes davor. Es bewegte sich langsam über die Berge und war am besten im Herbst, Winter und im Frühling zu sehen. Die Einwohner nannten es schlichtweg das Objekt. Oh, wie vorne! Ja, viel mehr. Das mitunter interessanteste Ergebnis ist, dass es dort wohl sehr viel mehr Lichter gab als zuvor angenommen. Ein Radar, das die Entfernung und die Geschwindigkeit der Lichter maß, zeigte an, dass viele von ihnen unglaubliche Geschwindigkeiten von 30.000 Stundenkilometern erreichen. Die meisten der Lichter seien so schnell, dass das menschliche Auge sie einfach nicht erfassen kann. Ein Magnetfeldmessgerät zeigte zudem an, dass es beim Auftreten des Phänomens zu Veränderungen im Magnetfeld kam. Das Unheimlichste an der Forschungsexpedition ist wohl der Umstand, dass nach einiger Zeit immer wieder die mitgebrachten Messinstrumente ausgeschaltet worden sind, als habe man bemerkt, dass sie, wer auch immer sie sind, untersucht werden und man dies nun unterbinden wolle. Ein klares Anzeichen einer Intelligenz. Auch heute noch sind diese Lichter in Hestalen zu beobachten. Forscher beziffern die aktuellen Sichtungen auf etwa 20 Stück pro Jahr. Und trotz der Unerklärbarkeit, oder gerade deswegen, werden sie von der Mainstream-Wissenschaft völlig ignoriert. Ein materieller Beweis wäre vonnöten. Und nicht nur seltsame, diffuse Lichterscheinungen. Ein solcher Beweis scheint nun tatsächlich aufgefunden worden zu sein. Ein großes, zigarrenförmiges Objekt am Grunde eines Sees. Ein UFO, das die Bewohner Hestalens schon vor Jahrzehnten ins Gewässer stürzen sahen. Nicht wenige nehmen an, dass hinter den Hestalenlichtern tatsächlich eine Art Intelligenz steckt und dass es sehr viele mehr von ihnen dort gibt. Gerade das, was die Einwohner dort als das Objekt bezeichnen, gibt dabei die meisten Rätsel auf. Eines dieser länglichen und festen Objekte wurde schon vor Jahrzehnten dort beobachtet. Dutzende Zeugen berichteten damals, dass sie sehen konnten, wie es in einen See hinabstürzte. Und tatsächlich scheint genau dieses jetzt vorgefunden worden zu sein. Ein wirklich spektakulärer Fund. Im Jahr 1947 wird der Bürgermeister der kleinen norwegischen Stadt Røros Zeuge einer seltsamen Erscheinung am Himmel. Ein mysteriöses Objekt, das die Form eines ovalen, langgezogenen Eis besäße. Eine so seltsame Form, dass er sie nicht anders beschreiben könne. Auch andere Zeugen können es sehen. Die einen beschreiben es ebenfalls als eiförmig, andere wiederum als zylindrisch. Als würde es jeder, der es sieht, anders wahrnehmen. Doch bei einem sind sie sich alle sicher. Was immer es ist, es flog über dem Himmel in Richtung Hestalen, verringerte seine Höhe und stieg in den nahegelegenen Jubjuen-See hinab.
77 Jahre später hat es sich ein Team zur Aufgabe gemacht, diesen alten Bericht zu beweisen. Keine Folklore, keine Dorflegende, sondern ein echtes, unbekanntes Objekt, das vor fast 80 Jahren in den See nahe Hessdalen eintauchte und was kaum einer für möglich hielt. Sie sind fündig geworden. Es gibt eine neue spektakuläre Meldung des Project Hessdalen. So verkündet es der Teamleiter Magnus Holm. In einem Online-Video berichtet er uns von den Ergebnissen der Untersuchung des Jubjusensees. Sie seien auf etwas wahrlich Unfassbares gestoßen. Er berichtet uns von der Sichtung des damaligen Bürgermeisters Bernhard Zolli und den Anwohnern, dem eiförmigen Objekt, das in einer 180-Grad-Kurve über den See flog und schließlich auf die Wasseroberfläche traf. Vermutlich sei es gesunken, vermutet der Forscher. Schon 1969 und dann im Jahr 1973 hatten zivile Forscher den See untersucht, auf der Suche nach diesem mysteriösen Objekt. Vergeblich. Holm und sein Team machten sich nun erneut auf. Mit dabei hochmoderne Sidescan-Sonartechnologie. Wenn eine Technologie das unbekannte Objekt im See aufzuspüren vermag, dann diese. Und tatsächlich, sie haben etwas gefunden. Ein großes, zigarrenförmiges Objekt am Grunde des Gewässers. Das, was sich auf den Radarbildern zeigte, sollte nun auch von ganz nahem erforscht werden. Ist es das, was der Bürgermeister vor fast 80 Jahren sah? Eines der UFOs, das die Einwohner in Hessdalen lediglich als das Objekt bezeichnen? Am 20. Februar vor wenigen Wochen begann das Team zusammen mit den Eistauchern der Operation Arctic Seals den Seegrund zu erforschen, tauchten das Gebiet ab, das laut dem Sonar diese seltsame Zigarre beinhalte. Bislang konnte das Objekt weder gefunden noch geborgen werden. Es wurde seltsam still in den letzten Tagen. Offiziell seien die Tauchgänge noch ergebnislos. So fasst es auch der Forscher Magnus Holm zusammen. Die Suche nach dem Objekt werde derzeit fortgesetzt. Die Natur des Fundes sei bisher noch unbekannt. Ob es sich hierbei um ein natürliches Objekt oder gar um ein außerirdisches handele, dies wisse man noch nicht. Auf den ersten Blick erscheint es ein wenig ernüchternd. Aber wir müssen uns eines mal ganz klar machen. Mal davon abgesehen, dass wir erst seit ein paar Wochen dort suchen und dieser See nicht gerade der kleinste ist, ist das, was auf dem Sonarbild zu sehen ist, doch ziemlich beeindruckend. Ein fast 80 Jahre alter Bericht, der aussagt, dass die Einwohner dort ein UFO in einen See haben stürzen sehen. Und Jahrzehnte später wird mit moderner Technologie tatsächlich dort etwas vorgefunden. Und das noch im Umland von Hessdalen. Hochinteressant, wie ich finde. Oder was haltet ihr von diesen ersten Ergebnissen? Und was von diesen seltsamen Lichtern in Hessdalen? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Vergesst das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Augen auf!